Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. So, wir begeben uns jetzt zum nächsten Auftrag. Oh, Vorsicht. Wo müssen wir denn hin? Hier hin. Okay, wir sind da drüben. Machen wir eine Schnellreise hier hin. So. Na, es lädt und lädt und lädt. Na. Die Folge beginnt wieder richtig schön mit einem Ladescreen. So, jetzt aber. Okay, wir müssen in diese Richtung. Alles klar, runter hier. Oh, jetzt sind wir wieder in diesem Elendsviertel. So, Vorsicht. Vorsicht. Okay. 230 Meter noch. Oh, da könnten wir wieder welche töten. So. Das musste sein. Einfach weil ich es kann. Gibt auch sicher Punkte dafür irgendwann. So und so viel getötete Feinde. Oh, da könnten wir einen Doppelattentat machen. Oder auch nicht. Halt dich raus hier. Gnadenstoß, lol. Alter. Oh, aufgespießt und vorne wieder rausgezogen. Einmal komplett durch ihn durch. Okay. So, 5000 Frauen haben wir schon. Nein, so nicht, du verfluchte Affe. Alles klar. Du willst sterben? Ihr wollt sterben? So, du stirbst. Du stirbst jetzt auch. Dein Maul. So, eiskalt aufgeknallt. Also so ein Reflexschuss finde ich richtig geil, wenn es so automatisch zielt. Echt top. Schön die Menge wieder verscheucht. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Nee, du sollst doch nicht runterspringen. Genau, immer darauf. So, noch ein Stück höher. Okay. So. Okay. Die Konfrontation. Mirabus Mörder. Ja, Mirabos Mörder hat eine Spur hinterlassen. Folgt ihm und führt den Mörder zu seiner gerechten Strafe. Ja, okay. Gut Spiel. Das werden wir doch machen. Fremder Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. wie er geguckt hat, so wie so ein Kiffer. Okay. Ah, hier haben wir eine Fährte. Alles klar. Wir sind bestimmt Gegner in der Nähe, oder? Nee. Wie soll uns das zu Mirabos Mörder führen? Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Lol. Da oben rauf. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier.
Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht, zurückzukommen. Nee, das würde ich doch nicht vergessen. Nicht zu dir. Okay, ich muss da oben hin. Ja, ich bin auch schon weg. Okay, da kommen wir wieder. Ah, hier ist diesmal zu. Kommen wir hier rein? Moment mal, der ist hier rauf. Da wird mir sogar der Weg angezeigt jetzt. Na komm, rüber. Und hoch. Das hat lang gedauert, Pisspot. Der Leck. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln. Vernünftige Männer. Du enttäuscht mich, Pisspot. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templerbursche. Jetzt muss ich den töten, oder was? Ich will ihn nicht töten. Ich finde seine Ansichten irgendwie plausibel. Muss ich zugeben. Ach man. Das soll nicht sterben. Ich fand den irgendwie cool. Naja, dann bin ich schneller. Kleiner Bock bist du, oder? Ja. So sagt man. Alter. Au. Ich hätte dich nie aus der Vasie rausholen sollen. Shit. Ja, wieso hast du es denn getan? Jetzt muss ich dich hier töten. Das will ich doch gar nicht. Au. 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 Nein.
Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht... Ich denke nur nicht, was? Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weisen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Komm schon, versuch's doch gar nicht. Das kann ich auch. Au. Trotzdem, obwohl er mich andauernd blockt. So. Das mit dem Rauch kann ich auch. Nicht nur du hast solche kleinen Tricks drauf. So. Zäher Gegner, muss ich sagen. Das bringt doch nichts, die Blenddinger hier. Komm schon, gib auf. Ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten. Oh shit. Arno! Alles gut. Bleib da. Wo ist er jetzt hin? Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben! Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Wo ist er? Ich kann ihn nicht sehen. Komm, geh nach unten. Pass auf! Ach da. So. Ist des Pudels Kern. Nicht Mirobor, dein Verstand vergiftet sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Nein. Oh, noch ein Kampf. Langsam reicht's. Du hast besser auf mich gehört, Junge. Du hast besser auf mich gehört, Junge. Au. Was soll der Scheiß? Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann auch nicht blocken. Ich will blocken, verdammte Scheiße. So, jetzt bin ich an der Reihe. Du hattest deine Chance, Pisspo. Eins, zwei und drei. So, jetzt blocke ich wieder. Und eins. Ach, verdammt.
Was ist denn jetzt hin? Okay. So, das kann ich auch, du miese Penner. Wie funktioniert das mit den Schmetterschlägen denn nochmal? Okay, der ist nicht hier in der Nähe. So, das hat nicht geklappt, du Penner. Ach, verdammt. Du hattest deine Chance, Piss. Nein! Zeit ist zu beenden! So, komm. Jetzt aber. Hinter dir! Was? What? Hinter dir! Sag doch über mir, Mann! Wie kommt der da so schnell rauf? Hinter dir, sagt sie. Boah, ist sie dumm. Na, ich darf doch nicht zuschlagen. Du hattest deine Chance, Pisspo. Jetzt haben wir beide Rauch geworfen. Nee, nicht mit mir. Ach, verdammt. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Nicht mit mir. Deine Chance, Pisspo. Okay, ist er gespeichert gerade? Du hattest deine Chance, Pisspo. Oh, da habe ich gleich zwei geworfen. Nenn mich nicht immer Pisspot. Alter Knacker. Okay. Pass auf! Nee, nee. Nicht so. Du hattest deine Chance, Pisspot. Nein. Verdammt. Hättest besser auf mich gehört, Junge. Langsam weiß ich, wie du zuschlägst. Wie so eine alte Frau. Bam. Bam. So nicht. So, und jetzt? Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt. Denn ich höre nicht auf.
Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Ich weiß. Beende es! Der Typ ist krank. Und muss ausgelöscht werden. Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was ist verloren? Durchziehen. Euer Protégé bürgt für Sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tor, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Es wurde getan, was getan werden musste. Sequenz 7, Erinnerung 3. Nicht umwerfen lassen? Boah, das ist ja quasi fast unmöglich gewesen. Okay. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo diskutieren, Datenschlüssel und Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Allerdings gehen wir zu dieser Brücke in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bei Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir, dem Soulman Bro. Haut rein und ciao.